Carol Merl wartet auf Uli Meier, auf Seitzinger, auf Zurbriggen, auf Kronberger, Sadleder, Dedler und Lind. Und dann ist die Gruppe 1 fertig. Uli Meier, die Weltmeisterin. 1, 2, 1. Bei ihrem ersten Weltcup Super-G nach der Weltmeisterschaft in Wales wurde sie in Meribel 12. Und sie ist die schnellste. 29,64. Uli Meier führt 15 Hundertstel vor Carol Merl, fährt auch das S sehr gut. Eben in Wales ist sie zu zweit gefahren und da wartet jetzt eben die Kleine im Ziel, die Melanie, und ich glaube, dass sie ein bisschen für die Melanie, für ihre Tochter fährt. 93,5 km/h, das ist noch etwas schneller als Merl. Ja, und wenn sie diesen Vorsprung jetzt ins Ziel bringen könnte, dann übernimmt Uli Meier die Führung. 1,07, 1,08, 72 um 11 Hundertstel, jawohl. Großartig, Uli Meier führt, Merl zweite, Wachter dritte. Ein großartiges Rennen der Uli Meier. Super, da kann ich nur noch sagen, super. Ja, es hat sich hier das Weihnachtstraining offenbar doch gelohnt. Da fuhr sie großartige Rennen und war mit Wolf und Wachter meistens gleich schnell. Uli Meier. Großartiger Lauf der Weltmeisterin. Mein Gott, dabei hatten sie einige ja schon abgeschrieben, aber dann kam in Kranjska-Gora dieser Riesentorlauf, wo sie Bestzeit im zweiten Durchgang fuhr und noch vom 24. auf den 9. Platz nach vorne kam. Nein, und jetzt führt nur sie. Den Hut ziehen, Frau Uli, weil was der jetzt geleistet hat, herrlich, super. Die lange Pause, die Verletzung, und kaum hat sie wieder begonnen, eine neuerliche Verletzung. Und jetzt führt Uli Meier und macht, wollen wir es nicht verschreien, aber heute sicher eine Medaille. Katja Seitzinger, die junge Deutsche. Großer Rückstand schon, 45 Hundertstel. Damit ist sie oben nur 9. Ja, ja, da hat sie jetzt viel Zeit verloren. Sehr viel Zeit verloren, ja. Man sieht, sie bleibt zu wenig konsequent am Außenski und dadurch passieren genau die Fehler. Sehr junge Läuferin noch, technisch schon sehr gut für ihr Alter, aber sicherlich noch verbesserungsfähig. Es ist die erste Weltmeisterschaft und die ist oft eine Weltmeisterschaft. Da stürzt sie unter Tränen, wenn man zum ersten Mal dabei ist. Katja Seitzinger, da ihr Vater ist Großindustrieller in Deutschland, Stahlindustrie, 2,45, enormer Rückstand. Wenn man schaut, die knappen Zeitunterschiede an der Spitze und jetzt also der große Rückstand. Katja Seitzinger, vierte war sie in Meribel und daraufhin hat man in Deutschland schon geglaubt, das könnte also eine Medaillenchance ergeben. Aber vielleicht war sie auch ein bisschen durcheinander gebracht durch den Sturz von Katrin Gutensohn, der Teamkollegin. Lisi? Ja, da sieht man jetzt die Zeitlupe, sieht man gut. Da geht sie nach innen, da ist sie total am Innenski. Also, da hier nicht zu stürzen, ist schon eine Kunst. Ja. Sie hat super reagiert. Das ist wirklich eine super Leistung, dass sie da jetzt nicht gestürzt ist. Heidi Zurbriggen aus der Schweiz. Gab einen ziemlichen Wirbel unmittelbar vor diesem Rennen. Der Bruder Pirmin hat den Servicemann entlassen nach dem schlechten Abfallsergebnis auf Platz 18. Aber heute geht es auch nicht besser. Heidi Zurbriggen im Training immer sehr, sehr stark, fährt aber dann im Rennen entweder zu passiv oder zu verkrampft. Das Problem liegt vermutlich im Kopf. Was glaubst du? Ja, sie ist momentan total verunsichert. Man weiß nicht, ist es der Ski oder ist es an ihrer Technik. Aber sie versucht mit aller Gewalt eben gut zu fahren und das geht nicht. Da kriegt man überhaupt keine Zeit her. Und das ist das Problem von der Heidi momentan. Sie ist total verunsichert und sie weiß nicht, was sie tun soll. 1,08,72, die neue Bestzeit von Uli Meier. Heidi Zurbriggen, 1,10,75. Und damit konzentrieren wir uns jetzt ganz auf Petra Kronberger mit der Startnummer 12. Jetzt wird es noch in Kürze ausstellen, was da los ist. Möchte die Petra normalerweise wissen, wie das Rennen steht? Ich glaube schon, dass sie mitbekommen hat, dass eine Österreicherin führt, Uli Meier. Ich weiß nicht genau, aber so wie die Petra kennt, hat sie bis zum Schluss in Walkman um und sie möchte am liebsten überhaupt nichts wissen. Also Uli Meier wartet genauso gespannt auf Petra Kronberger, wie wir alle, wir Millionen an den Fernsehgeräten. Wäre das eine Leistung von Uli Meier? Zwei Jahre nach dem Weltmeistertitel eine Medaille. Jetzt aber Petra Kronberger, in diesem Winter ein einziges Mal im Super-G besiegt worden. Und zwar in der Wiederholung des Laufes von Meiringen von Chantal Burnissen, die heute aber schon geschlagen ist. Vorsprung von 12 Hundertstel. Petra Kronberger noch schneller als Uli Meier. Auf den ersten 30 Fahrsekunden ein Zehntel Vorsprung. Bisschen weit jetzt.
Da ist die Uli besser gefahren in der Passage, aber schau mal, ja, da ist sie, da fährt sie nicht so gut wie die Uli. Jetzt bin ich gespannt, wie das unten ausschaut. 84,8, auch nicht sehr schnell, hat damit gegen Uli Meier fast 9 Kilometer pro Stunde eingebüßt. Also ich glaube nicht, dass sie das ausgeht. Wird das noch eine Medaille für Petra Kronberg und stürzt ins Ziel und löst da die Zeitnehmung noch aus. Sechster Platz, ins Ziel gestürzt, verkantet. So wie es ausschaut, hat sich die jetzt im Knie wehgetan. Also es schaut jetzt nicht gut aus. Vielleicht sehen wir das in der Wiederholung nochmal, was das jetzt, wo da jetzt, was da der Grund war. Das schaut nicht gut aus. Also das waren bange Momente jetzt für uns alle. Also es schaut aus, als ob sie sich im linken Knie... Ja. Es schaut aus, als ob, ob sie das linke Knie eben noch innen... Hat sie es noch innen gerissen und es schaut schlecht aus. Ich glaube, dass da im Knie was passiert ist. Also das ist bitter. Verstehe nicht ganz, warum man jetzt Barbara Sadleder am Start abgelassen hat. Man muss doch Funkverbindung haben und jetzt fährt die Barbara Sadleder an einem Dorf vorbei. Oder wurde sie abgewinkt von einem Flaggenposten? Unser Regisseur Luki Schmidt-Leitner hat noch am Start oben gewarnt, das Rennen ist zu unterbrechen und die nächste Läuferin nicht abzulassen. Aber Barbara Sadleder wurde noch ins Rennen geschickt. Ich nehme an, man wird ja eine Startwiederholung zubilligen. Nein, ja, aber hoffentlich ist der Petra Kronberger nichts passiert. Das war jetzt bei der Barbara ein reiner Vorfehler bei der Schlüsselpassage. Aber das schaut bitter aus. Ja, Uli Meier mit ihrer Melanie weint Freudentränen, weil sie weiß, dass sie sicher eine Medaille gewonnen hat und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die goldene. Ja, Triumph und Enttäuschung. Ja, auf alle Fälle. Also das schaut bitter aus, weil die Petra ist auf keinen Fall wehleidig. Und also, es schaut wirklich aus, als ob da jetzt im Knie was passiert ist. Teamarzt Dr. Raas, links im Bild, ist auf alle Fälle sofort bei Petra Kronberger gewesen. Danke, meine Eltern. Das sollen wir mal sagen, das Schäfchen. Ja, das geht schon. Das ist unglaublich. Nein. Dann gehen wir raus, oder? Was? Zurück zu Uli Meier. Die Melanie greift schon nach dem Siegerski. Uli Meier 1100 vor Carol Merdl und eine mögliche Bronzemedaille für Anita Wachter. Vierte Zoe Haas, fünfte Chantal Burnissen und an der sechsten Stelle die ins Ziel gestürzte Petra Kronberger.